willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect, der Panini FIFA World Cup Katar 2022er International Sticker Serie. Ich blätter auf, wir sind nämlich in der letzten Folge bei der deutschen Gruppe stehen geblieben. Und genau da sind wir auch, nämlich bei der deutschen Nationalmannschaft. Über das erste Spiel müssen wir nicht reden. Heute, in zwei Stunden, wenn ich alles richtig geplant habe, müsste diese Folge genau heute beim nächsten Gruppenspiel, beim Finale der Deutschen, rauskommen. Toni Rüdiger, für mich der beste Spieler auf dem Platz gewesen gegen Japan. Nach Toni Rüdiger war es İlkay Gündoğan. Niklas Süle, Rechtsverteidiger. Schwere Kost, im wahrsten Sinne des Wortes, schwere Kost. Zack. Dann Goretzka. Leon Goretzka, seitdem er reingekommen ist und İlkay Gündoğan runtergegangen ist. Natürlich heißt es, ja, kann man sagen, man könnte das gleiche sagen, Thomas Müller ist runtergegangen, seitdem ist es runtergekracht. Aber man hat ja 1-0 geführt, aber danach ist das Spiel irgendwie so aufgebrochen. Ich fand, İlkay Gündoğan hatte den Laden da im Mittelfeld im Griff, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall Deutschland jetzt hier heute auch komplett. So, eventuell ist es die letzte Folge, eventuell ist es heute das große Finale. Nicht nur bei Deutschland gegen Spanien das große Finale, sondern auch für uns das große Finale. Kommt drauf an, wie wir hier durchkommen. So viele Sticker sind es nicht mehr. Wir sind ja auch schon in der Gruppe E. Falls wir heute nicht durchkommen, dann gibt es morgen nochmal die letzte Folge. Und falls es morgen nicht die letzte Folge gibt, dann gibt es aber morgen auf jeden Fall auch noch eine neue Folge. Nämlich, da steht das nächste Let's Collect in den Startlöchern. Das nächste Let's Collect steht in den Startlöchern. Also eventuell wirklich dann, wenn es heute nicht die letzte Folge ist, dann ist es morgen auf jeden Fall die letzte Folge. Also heute eventuell und morgen zu 100%. So, jetzt fertig. Abgehakt. Gruppe F. Gruppe F. Und wie witzig ist es einfach, dass wir Thorgan Hazard und Eden Hazard einfach noch nicht hatten und heute beide einklemmen. Juri Tielemans. Und Eden Hazard. I got Hazard. I got two Hazards. Haha. I got two Hazards. Zack. Easy. Easy peasy. Dann, oh ja, guck, Kanada ist natürlich... Ja, da sind es ein paar mehr Lücken. Ein paar mehr Füllis. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. So, zack. Dann Kamal Müller. 8 und 9. Easy. Steven Vitoria. Es ist Hutchinson, Kaye, Jonathan David und Hoylett sind's. Und Kanada spielt gerade derzeit. Also ich nehme diese Folge gerade auf. Es ist gerade 42. Minute. Belgien gegen Kanada. Kanada hat einen Elfmeter gehabt und verschossen bzw. Courtois gehalten. Ich würde eher sagen, Elfmeter war auch ja, nicht gut geschossen. War aber jetzt auch nicht. Ne? Wenn Courtois in die andere Ecke springt, dann ist er drin. Es war einfach gut gehalten von Courtois, würde ich mal. Muss man so einfach anerkennen. Jonathan David. Und Hoylett. Und somit sind die Kanadier auch komplett richtig. Marokko. Marokko sind ja auch ein paar mehr Lücken. Mama mia. Hinten raus jetzt hier die ganzen Lücken, oder was? Hinten raus die ganzen Lücken. Drin. Dann Massina. Drin. Elias Scher. 1, 2, 3, 4 sind sie noch. Marokko gegen Kroatien auch ein gutes Spiel gemacht. Unentschieden mitgenommen. Was man von Marokko jetzt auch nicht so erwartet hätte können. Kroatien schon eine stabile Truppe. Nesri. Hey Siri, Junge. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich hab Nesri gesagt und nicht Siri. Junge, Alter, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, Siri. Boah. Junge, wenn man mit nichts rechnet, auf einmal kommt Siri an. Huch.
Auf einmal kommt Siri an. Und ich glaube, Belgien hat gerade das 1-0 gemacht. Michy Batshuayi. Ups, jetzt habe ich sogar Kroatien übersprungen. Kroatien sind es aber nur 4. Der goldene Shiny. Joško Gvardiol. Brozovic und Orsic sind es bei den Kroaten. Auf ganz entspannter Basis. Marcelo Brozovic, Mislav Orsic. Und dann Brasilien. Alisson, Danilo, Anthony. Da sind wir in der Gruppe G. Und Gruppe G ist ja die vorletzte Gruppe. Boah, wie mache ich das, Männer? Männer und Frauen. Wie mache ich das? Klebe ich heute alle ein? Mache ich zum Abschluss eine etwas längere Folge? Weil wenn ich jetzt, dann ist es in der nächsten Folge vielleicht eine Gruppe und dann ist die nächste Folge 3 Minuten lang oder was? Oder 5 Minuten lang. Ist auch Quatsch mit Soße, ne? Komm, wir machen heute das große Finale. So viele Sticker sind es nicht mehr. Ich klebe heute alle restlichen Sticker ein. Yalla. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich live in der Folge entschieden, dass wir das so machen. Rajkovic, Serbien wird auch komplett gemacht. Sivkovic und Mitrovic. Easy, richtig. So, dann die Schweiz, Gregor Kobel. Schweizer, ja, Mann. Die Schweizer wieder, ne? Guckt euch das mal an hier. Gregor Kobel fehlt. Nico Elvedi fehlt. Kevin Mbabu fehlt. Xherdan Shaqiri fehlt. Dennis Zakaria fehlt. Mein Namensvetter. Ruben Vargas, Steven Zuber. Die Liste hört gar nicht auf hier. Und ein Glück bin ich vorbereitet und hab alles, Digga. Ist doch klar. Natürlich. Shaqiri ist drin. Dann Dennis Zakaria. Auch drin. Kann ich Shaqiri nochmal rausreißen, ist die Frage. Ja, der hat mir jetzt... Der hat richtig getriggert. Ich habe ihn nochmal ein paar Sekunden angeguckt und der hat mich richtig aus der Hölle getriggert, weil er einfach nicht so drin war, wie ich ja meine eigenen Ansprüche habe. Steven Zuber. Und Ruben Vargas. Zack. Oh, Kamerun. Alter Falter. Kamerun, seid ihr irgendwie krank oder was? Was geht mit Kamerun hier ab? André Onana. Collins Fay. Dann Mukudi. Mukudi Modi. Und dann sind es noch 4 und dann sind wir in der letzten Gruppe. Ja, komm Leute, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Es macht ja keinen Sinn, jetzt noch für eine Gruppe noch extra eine Folge zu machen. Dann ballern wir heute durch und so viele. Das sind jetzt die restlichen Sticker. Also es ist gefühlt nichts. Siliki. Dann Gouillet. Und N'Gamaloy. Zack. Easy. So, Kamerun auch komplett. Ja, okay, Portugal. Das ist wieder wunderschön, dass nur 2 Sticker hier gefehlt haben. José Fonte, CR7, ist hier auch schon drin gewesen. Der aber auch eine CR7 ist einfach, wie sagt man, aus dem Kölner Lehrbuch. Das ist so akkurat, das Ding. So akkurat. Dann haben wir Joe Wallacott. Dann Jia Dom. Idrissou Baba und Suleimana. Zack und zack. So, Ghana komplett.
Uruguay ist es dann noch und Korea. Das sind nur noch zwei Nationen. Das sind jetzt die letzten Sticker. Das sind doch noch so viele Sticker hier, Alter. Hier fünf. Das sind doch mehr als 10 Sticker, die ich da noch zu liegen habe. Oder bin ich blöd? Muslera? Oder sind das jetzt wirklich die Final Sticker hier? José María Jiménez. De Arrascaeta. Dann De La Cruz. Nicola De La Cruz. Okay, von Korea sind es anscheinend wirklich noch sehr viele. Und Fede Valverde. Auch ein super, super Spieler. Uruguay, zack. Standpunkt jetzt hat Uruguay. Habe ich noch kein Spiel gesehen von Uruguay. Korea. Als Shiny. Ja, von Korea sind wirklich noch 6 Sticker hier. Also der Stapel, der noch neben mir liegt, ist deshalb so groß, weil von Korea noch 6 Sticker fehlen. Zack. Dann haben wir Kim. Dann haben wir, ja, Kim. Jinsu Kim und Yangquan Kim. Easy. Dann ist es Wu Yang Jung. Und dann sind es jetzt wirklich, Leute. Wir haben's. Wir haben's. GG's. Zwei Sticker noch. Die letzten zwei Sticker. Zack. Und Hi Shan Wang. Der letzte. Der Bär nochmal rausgezogen wird. Der hat mir jetzt überhaupt gar nicht gefallen. So, jetzt ist er drin. Wunderbar. Wunderbar, Leute. Wir haben's. Jubel. Wir haben das nächste Panini-Heft voll. Ich blätter nochmal einmal zur Kontrolle durch. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram schreiben, falls ihr eine Idee habt. Ich würde dieses Heft gerne, meine kompletten Hefte, weil Softcover ist immer kritisch, so einschweißen lassen. Habt ihr da eine gute Idee, wie man das machen kann? Gibt es da jemanden, der sich damit auskennt, wie man das am besten macht, ohne das Heft zu beschädigen oder sonst was? Weil ich habe ja jetzt das Video quasi als Andenken, wo ich sehe, dass das Heft zu 100% komplett ist. Oder wo macht man solche kompletten Hefte rein? Ich weiß nicht. Bei mir liegen sie halt in einem Schrank drin. Aber ist für mich jetzt nicht so eine ideale Aufbewahrungstool, sage ich mal. Zack. Zack, Schweiz, Kamerun, Portugal, Ghana, Uruguay, Korea und hinten Timeline of FIFA World Cup. Und das war's. Lasst einen Like da. Wir haben's, Leute. Wir haben's. GG's. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.